Herzlich willkommen im Europäischen Parlament. Mein Name ist Arne Lietz und ich bin der SPD-Europaabgeordnete für Sachsen-Anhalt. In diesem Film möchte ich Ihnen und Euch meine Arbeit in Brüssel näher bringen. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kollegen. Ich begrüße Sie zur heutigen Sitzung. Wir beginnen direkt mit dem ersten Punkt der Annahme der Tagesordnung. Ich sehe keine Einwände, dann ist der Entwurf damit genehmigt. Ursprünglich komme ich aus Mecklenburg, aus Güstrow, habe meinen Zivildienst in Amerika gemacht, habe in Südafrika in Kapstadt studiert, dann für London, für Berlin, für New York, für Boston gearbeitet im Bereich der Lehrerfortbildung, war 2 Jahre Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten, danach 4 Jahre Referent des Oberbürgermeisters der Lutherstadt Wittenberg und bin jetzt seit 2014 im Juli Mitglied im Europäischen Parlament. Um 8 Uhr bin ich meist im Parlament und beginne den Tag mit Gesprächen mit den Mitarbeitern, wo wir die Tagesordnung festlegen, wo wir immer wieder neue Prioritäten setzen, wo wir abstimmen, in welche Länder ich fahre, in welche Delegationen ich gehe, zu welchen Themen ich in der Presse Stellung nehme. Und oft kommt es vor, dass wir aufgrund von aktuellen Fragen, wie beispielsweise die Flüchtlingsfragen, die Tagesordnung über den Haufen werfen und den neuen Anforderungen einfach meinen Tag anpassen. Die Mitarbeiter telefonieren, schreiben E-Mails. Wir haben mehrere hundert E-Mails, die jeden Tag ins Büro kommen, die koordiniert werden müssen, die beantwortet werden müssen. Und als Abgeordneter bin ich sehr froh, ein Team zu haben, was aufgeschlossen ist, was interessiert ist, wo auch viel gelacht wird, aber gleichzeitig auch die ernsthafte Arbeit schnell und zuverlässig bearbeitet wird. Dann gibt es morgens viele Gespräche mit Kolleginnen und Kollegen. Ich bin in 3 Ausschüssen tätig, im Auswärtigen Ausschuss, im Ausschuss für Entwicklungszusammenarbeit und im Unterausschuss für Menschenrechte, die teilweise parallel tagen, sodass man sich sehr genau überlegen muss, wo ich wann zu sein habe, zu welchen Tagesordnungspunkten ich auch sprechen werde. Das absolut Spannende im Europaparlament sind erst einmal die Sprachen, mit denen man direkt in Kontakt kommt. Die zentrale Sprache ist Englisch, aber stark gefolgt von Französisch, aber auch Deutsch. Und das Schwierige ist natürlich, wie verstehe ich meine Kollegen? Und dafür gibt es für alle großen Sitzungen Übersetzungskabinen, wo in die zentralen europäischen Sprachen übersetzt wird. Das heißt, wenn jemand spricht, wird simultan übersetzt. Die Sprachen sind sehr, sehr wichtig, weil man damit überhaupt ins Gespräch kommen kann, Dinge verhandeln kann. Die meisten Ausschüsse oder die meisten Inhalte werden in kleinen Gruppen immer auf Englisch besprochen. Und ich bin froh, dass ich über meine Auslandszeit in Südafrika und Amerika und meine Arbeitszeit in diesen Ländern dementsprechend flüssig bin. Das heißt, schnell und gut ins Gespräch kommen konnte. Neben den Sitzungen im Europaparlament und den öffentlichen Debatten beschäftigt uns natürlich immer wieder eine Abstimmungsprozedur. Das heißt, es gibt in den Ausschüssen Abstimmungen und es gibt Abstimmungen im Europaparlament im Plenum. Und die gehen meist so, dass zu den zentralen Fragen elektronische Stimmabgabe notwendig ist, dass man auch feststellt, wie die Mehrheit gerade ausschaut, weil man das manchmal nicht in der Übersicht hat. Dazu gibt es eine Stimmkarte, die hat jeder Abgeordnete, die nimmt dann alle Sitzungen mit und die führt man einfach in dieses Gerät ein und sieht dann, wie dann gestimmt wurde. Und das normale Abstimmen läuft immer noch, wie auch in anderen Parlamenten, mit einfachem Handheben. Als Europaabgeordneter ist man sehr viel unterwegs. Wir haben doppelt so viele Sitzungen wie der Deutsche Bundestag. Der Bundestag hat doppelt so lange Sommerpause wie die Europaabgeordneten. Und das heißt ganz praktisch, dass ich 3-mal im Monat für eine Woche nach Brüssel fahre und eine Woche nach Straßburg. Das liegt in der Geschichte der Europäischen Union. Frankreich hat sich eingefordert, dass die Sitzungen des Parlaments weiterhin in Straßburg stattfinden. Und dafür brauche ich diese Box. In diese Kiste legen ich und die Mitarbeiter die Unterlagen, die wir für die Straßburg-Woche brauchen. Hier kommen die Aktenunterlagen rein, hier kommen die Ausschusssitzungsunterlagen rein, aber auch ein Buch oder beispielsweise ein Gastgeschenk für eine Besuchergruppe. Das muss alles eine Woche vorher bedacht werden, bevor wir dann diese Kiste mit den anderen Kisten des Parlaments auf Reisen schicken. Es ist sehr spannend, dass das Europäische Parlament öffentlich tagt. Wir haben viele Veranstaltungen, die online übertragen werden. Alle Parlamentsreden von den Abgeordneten werden online gestellt. Auch bei meiner Facebook-Seite oder auf meinem YouTube-Kanal sind diese Reden sofort nachsehbar. Es ist normal, dass neben den Ausschüssen und der Ausschussarbeit, die man macht, auch Delegationen aus Sachsen-Anhalt kommen. Ich habe
zweimal im Jahr die Möglichkeit, Gruppen aus Sachsen-Anhalt kommen zu lassen. Dann kommen insgesamt im Jahr ca. 110 Personen nach Brüssel oder nach Straßburg. Diese Besuchergruppen bekommen einfach mit, wie die parlamentarische Arbeit funktioniert. Sie sehen meinen Arbeitsplatz und bekommen beispielsweise eine Plenumssitzung mit. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit, auch für Schülergruppen nach Brüssel zu kommen. Wir haben in Sachsen-Anhalt eine Institution, die heißt Go Europe, und die berät Schulklassen, wie man in Brüssel hier Veranstaltungen wahrnehmen kann oder Brüssel sich erschließen kann. Brüssel ist bekannt durch eine ganz große Lobbyarbeit. Und ich muss eine Lanze brechen, dass es nicht nur negative Lobbyarbeit gibt, wo Unternehmen versuchen, ihre Interessen durchzudrücken, sondern es gibt eine positive Lobbyarbeit von Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, mit denen ich eng zusammenarbeite, oder Reporter ohne Grenzen, die Menschen aus Gefängnissen holen, wo ich daran mitwirken kann. Oder aber auch Kirchen, die hier sozusagen Grundfragen, Grundwerte besprochen haben möchten im politischen Diskurs. Und darüber hinaus gibt es eben Landesvertretungen der Bundesländer. Auch Sachsen-Anhalt hat hier eine Landesvertretung. Die ist in der ehemaligen DDR-Botschaft hier in Brüssel. Als sozialdemokratischer Außenpolitiker arbeite ich eng mit der Deutschen Friedrich-Ebert-Stiftung zusammen. Durch die Stiftung treffe ich viele internationale Politikexperten und Kollegen aus den Nationalparlamenten aus aller Welt. Das passiert in Brüssel, aber auch auf meinen Reisen quer durch alle Kontinente. Es ist egal, auf welcher parlamentarischen Ebene oder in welcher Verwaltungsebene man arbeitet. Von der Kommunalpolitik, wo ich im Wittenberger Rathaus war, oder vom Bundestag, wo ich Referent des Abgeordneten war, oder jetzt selber als Abgeordneter, geht es immer darum, mit Menschen Kompromisse auszuhandeln und zu schauen, was die aktuellen Probleme sind. Die müssen gelöst werden, das erwarten die Menschen. Und es wird überall nur mit Wasser gekocht. Das heißt, man hat immer Rücksprachen mit Menschen, man hat Interessenlagen, die muss man gewichten und man muss moderieren können. Das Spannende im Europaparlament ist zu den anderen Parlamenten, dass wir keinen Koalitionsvertrag haben und keine Regierung. Das bedeutet, dass wir immer wieder neue Mehrheiten finden müssen zu jedem Thema und dass der Kompromiss das Ziel ist und nicht nur die Selbstdarstellung seiner eigenen Parteimeinung. Das kommt mir persönlich sehr zugute, weil ich es mag, an Problemen zu arbeiten und nicht nur eine parteipolitische Meinung darzustellen. Und die Herausforderung für Europa, ein starkes Europa zu haben, sind stark genug, sodass es uns allen darum gehen muss, Europa überhaupt als Gemeinschaft zu halten und weiterzuentwickeln. Und daran kann ich hier wunderbar mitwirken.